So, Freunde, und da sind wir schon wieder zurück zu Escape Simulator. Mit dem lieben Forrester. Ja. Wir haben die letzte Kammer nochmal im Schnelldurchlauf durchgefeuert, damit wir den Pokal uns schnappen können. Und jetzt geht's direkt rein in die nächste Geschichte hier. Ich habe eine Notiz gefunden. Ich bin über diese Mumifizierungsgefäße gestolpert. Ich vermute, sie stellen die vier Söhne des Horus dar. Okay, das behalte ich jetzt einfach mal. Ich habe einen Kompass, falls wir uns verlaufen. Oha, guck mal, hier muss... Kompass ist gut. Ja, okay, ja, guck mal. Hier muss mit so einem Skarabäus irgendwas machen. An so einem Brett. Oder okay, was hier ist Norden. Scheiße. Hier ist Süden. Das kann man vielleicht gebrauchen. Ah, das sind die vier Gefäße, wo ich gerade die Notiz hatte. Ah, hier müssen wir bestimmt ohne. Ah, okay. Hier ich nehme mir mal die Notiz. Die Lunge wurde von dem Hafen gebracht, dem Pavian-König. Köpfigen Gott, der den Norden repräsentiert. Die Lunge wurde von Harpy bewacht. Der schakalköpfige Gott des Ostens, Duamutef, bewachte den Magen. Amset, der mehr menschenköpfige Gott des Südens, bewachte die Leber. Und schließlich wurden die Eingeweide von Quebec Senuf, dem falkenköpfigen Gott des Westens, bewacht. Okay. Was hast du gesagt mit Norden, Süden? Ah, ich stehe im Süden. Hier ist Süden. Du bist bei Süden. Okay, dann versuche ich die Notiz nochmal. Und das Ding hier muss der alles zum Leuchten bringen. Schakalgott Süden, warte mal. Norden, bewachte den magischen Gott des Osten. Menschenköpfe Gott des Süden. Süden war. Menschenköpfige Gott bewachte die Leber. Die Leber. Klaus Kleber und seine Leber. Die Leber. Süden. Norden war. Norden. Welcher Gott war des Nordens? Norden. Gott des Ostens. Norden. Ja, nö. Nee. Norden war die Lunge. Norden war die Lunge. Norden ist oben. Müsste dann hier sein, oder? Norden, warte. Nee. Kompass mal. Hier. Hier, Norden ist genau hier. Da. Norden. Dann passt das schon mal. Das ist Süden, hast du gesagt. Osten wäre dann. Ja. Osten. Du am. Den Magen. Osten wäre der Magen. Der Magen ist dann hier unten, das müsste Osten sein. Und das dann hier Westen. So. Und jetzt mache ich den Deckel da drauf, oder was? Ich blick es nicht. Warte mal. Und schließlich wurden die Eingeweide Westen. Falkenkopfdeckel. Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Ich hab einen Ball. Hey, wieso Falken? Wo ist denn der Falkenkopf her? Aha. Oh. Da ist aufgebrochen. Aha, da habe ich was aufgemacht. Da ist eine Zecke drin. Ja, guck mal. Hier ist einer bei mir unten. Oh ja, hier ist ein Löwe. Da zeigt er dir die Lösung doch jetzt an. Guck mal auf die Tafeln da oben. Oder? Von dem Brett, wo du da machst. Rechts hoch. Und da oben das Viereck. Okay. Oh, das muss ich aber erstmal hinkriegen. Ich glaube nicht, dass das einfach wird. Alter Schwede. Rechts hoch. Und dann hier. Ach, das muss ich hinkriegen. Okay, was haben wir hier für eine Schriftrolle? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe einen Schlüssel, Forrester. Okay. Da ist nochmal so ein Kopf, guck. Wir müssen überall einen Kopf drauf machen, glaube ich. Ich habe noch so einen Becher. Ein Gefäß. Ja, doch, das ist easy peasy. Hab's.
So ein Trinkbecher. Hast du es rausgefunden? Geil. Ja, da liegt ein Baby drin. Ne, eine Mini, so eine Mini. Baby! Ein Korken und zwei oder Federn. Oh, guck mal. Ach so, wir müssen das ins Gleichgewicht bringen anscheinend, oder wie? Die Waage. Was ist das denn hier? Mit irgendwas. Ach guck mal, da will ich eine Hand halten. Ja. Die andere Hand hält da aber komisch. Irgendwas ist hier noch. Die andere Hand hält er echt komisch. Was habe ich hier gefunden? Ein Token gefunden. Okay, das ist mit der Waage. Hat jede Schriftrolle was zu bedeuten, scheinbar. Ach du Scheiße, wie soll das funktionieren? Okay. Also ganz so einfach wird es dann wahrscheinlich doch nicht. Hier sind so Bälle. Ich hab noch mal was gefunden. Was ist das hier? Da ist noch ein Token. Oh, ah, die Bälle sind jetzt zu machen. Sieht sehr aus. Boah, gar nicht einfach. Also zwei Bälle sind schwerer. Gefäße zerstören. Manchmal ist da auch was drin. So, wir haben hier noch so komische... Warte mal, was ist das? Oh. Ein Uhu. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Also, zwei Schwarze sind so schwer wie ein Roter. Zwei Schwarze sind so schwer wie ein Roter. Weil gerade eben war es im Gleichgewicht, aber ja, dann ist nichts passiert. Ja, aber hier, guck mal, das muss auch noch mit dem... Da muss auch noch was sein. Oh mein Gott. Hier muss noch viel sein, du. Was braucht er denn da? Vogel ist gleich 1 plus 5. Ich hab noch 5 so Schriftrollen. Wie soll ich die entziffern? Auf den Bällen steht irgendwas drauf. Ja, da sind. Auf den Bällen sind diese. Oder? Diese Tiere abgebildet ist, auch. Ja, genau. Hier ist ein Vogel. Das ist eine Schlange, habe ich. Ah, und das sagt wie viel. Vogel ist 1 plus 5. Ah, du musst also quasi immer so einen Ball haben. Und dann kriegst du die Zahl raus. Was habe ich jetzt? Eine Schlange. Ich leg jetzt eine Schlange rein. Jetzt kriegst du mit dem hier die Zahl raus. Nee, du musst. Warte mal. Nein, die Steine haben eine andere Bedeutung. Wetten, warte. Ja, der war zu schwer. Guck mal, der ist, der, ja, ja. Nimm mal den Zweier. Jetzt kannst du hier, guck mal, Zweier. Und den Einser. Nee. Und wir brauchen noch irgendwo einen. Was ist das jetzt hier? Der ist zu schwer. 2, 5. Der ist zu schwer. Was habe ich hier? Eine Eule, oder? Einen Einser. Der ist auch zu schwer. Da ist doch ein Einser, du hattest den doch gerade. Nee, da brauchen wir keinen Einser. Aber guck mal, die Schlange. Die Schlange habe ich vorher mal ins Gleichgewicht gekriegt. Die Schlange war. Mach mal die Schlange ins Gleichgewicht. Da bin ich jetzt gespannt. Geht der nicht? Wo ist der andere, der Einser? Liegt da drin? Nee, das ist die Zweier. Vielleicht auf dem Boden. Mach mal die. Mach mal die Teile hin. Da habe ich ihn. Eins da. Da liegt er. Mach den mal noch. Mach den, okay. Mach den mal da rein. Okay, dann ist vielleicht der da hier und der da. Okay, warte, dann ist es vielleicht aber der Vogel, weil der Vogel ist das als Tipp drauf. Guck. Okay. Als Tipp sagt der Vogel auch 1 plus. Ah, 1, 2, 5, 1. Plus die 5er Kugel. 6. Zahl 6. Der Vogel ist die Zahl 6. Oh, jetzt habe ich hier meinen Kompass weggeschnitten. Ja. Kann man nicht mehr, okay. Oh, ich habe Brecheisen weggehauen. Okay, den Vogel haben wir, ja? Okay, dann machen wir mal die. Was ist das jetzt?
Ah, diese zackige, dieses zackige Ding. Okay, das ist zu schwer. Zwei, ne? Oh, das, ah, zwei, ja. Zwei, ja, hab ich. Und dann haben wir noch die Schlange. Ja, genau, die Schlange jetzt noch. Jetzt muss man die Schlange ins Gleichgewicht bringen. Zu schwer. Zwei und eins vielleicht. Vielleicht. Warte, was war das? Was war das? Das war hier drei, das ist das Gezackte, ne? Ja. Nee, nee. Doch, muss mit jetzt. Oder? Drei, drei und. Was ist das? Drei und zwei. Fünf. Fünf. Nee. Das Gezackte war doch. Nee, dann drei und. Zwei und dann vier. Wenn das auch zwei war. Vier. Ja, da ist er, der nächste Kopf. Oh Scheiße, wir müssen die Köpfe richtig zuordnen. Oh. Ja, aber ich habe diese. Warte, ich lese das nochmal vor. Ja, ordne sie dann nochmal zu. Dann fehlt uns ja nur noch einer. Warte mal, ich lese es dir vor. Die Lunge wurde von Hapi bewacht, dem Pavianköpfigen Gott. Das passt, glaube ich. Ja. Der Schakal. Köpfige Gott des Ostens bewachte den Magen. Ja. Osten war der Schakal, im Süden ist der Menschenkopf und im Westen ist der Falkenkopf. Mhm. Das passt, ne? Mhm. Uns fehlt nur noch ein Kopf. Den Menschenkopf. Und der kommt bestimmt hier raus, wenn wir ihm das hier geben. Und dafür müssen wir das hier öffnen. Ah, das sind die ganzen Symbole. Warte mal. Skarabeo. Ah. Löwe. Also, Decke. Dann die Federn, ja, ja. Hier unten. Ja. Ah, ja. Ja, da haben wir es doch schon. Nice. Yes. Und? Nein. Eine Feder. Ja, wir haben es sogar in der richtigen Zeit, in der Zeit. Echt? Geschafft. Ja. Oh, sehr schön. Wir haben noch zwei Minuten noch was, glaube ich, gehabt. Wir haben den Pokal gekriegt. Geil, Omatico. Nächste Episode. Mhm. Nice. Wir haben es geschafft. Voll gut. Wir sind voll die Rätselrater. Wir sind voll die Rätselrater. So, weiter geht's. Nächstes Rätsel. Mensch, Leute, ich sag's euch, ihr kriegt jetzt sogar zwei Rätsel in einer Folge. Mal gucken, ob wir das Rätsel noch in der Folge schaffen. Ich glaube nicht. Aber wir werden doch auch besser, würde ich sagen, oder? Bestimmt. Oh, hier gibt's Bohnen. Willst du Bohnen? Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Oh ja, Böhnchen. Hier, auf dem Boden gibt's Böhnchen. Okay. Ohne Spitzhacke, ich kann alles kaputt machen. Ich habe wieder alles kaputt gemacht. Ich habe hier irgendwas, einen Schlüssel, glaube ich. Ich weiß nicht, wo der hinkommt. Wo kommt der hin? Wo kommt der Schlüssel hin? Hier vielleicht, hier ist die Truhe. Wo ist die Truhe? Ja. Ah nein, das ist aber kein so ein Schlüssel. Das ist so ein anderer. Das ist so ein. Dann hier die Truhe. Ah, was ist da? Nee. Was ist hier mit? Nein. Okay, hier kann man irgendwas. Guck, das hier habe ich gefunden. Guck, das hier. Auf dem Boden liegt's. Vielleicht weißt du, was damit anzufangen ist. Das ist ein Stulli, den muss ich in den Mund stecken. Ja! Der gute alte Schnulli. Was ist das hier? Ein Dreieck? Irgend so ein Dreiecksding? Oh mein Gott. Aha! Hier haben wir drei verschiedene solche Dreiecke. Hier okay, haben ich leg wir. Den, ich leg den Artefakt mal hier hin. Ich glaube, wir haben noch irgendwie noch keine wir haben so eine richtige Verwendung. Mehrere Artefakte und die müssen alle in so eine Schale. Oh. Ja, was? Ich hab einfach dran rumgespielt. Was hast du gemacht? Ich hab hier dran rumgespielt. Ich hab. Irre. Aber. Ich hab ein Radio. Ich hab jetzt so einen Hundekopf.
Ach, der war nur für einen Token anscheinend. Ich habe auf jeden Fall einen Token gefunden. Oh, wir haben jetzt auf jeden Fall schon zwei Artefakte. Wo haben wir noch Artefakte? Okay, bei den Dingen müssen wir. Okay, hier ist unten rot und hier ist oben rot. Fast oben rot. Oben rot und abendrot. Ja, was heißt das? Aha, guck mal, hier kann man so Scheiben drehen. Das ist auch wieder so ein Rätsel. Ah, guck mal, das da hier habe ich schon rausgefunden. Zack. Und. Zack. Ey. Ey, in der Bodenbüchse war ein Token drin. Die war halb offen, sage ich jetzt mal. Ja. Wieso bleibt es nicht hier stehen, wo ich es gerne hätte? Vielleicht gibt es noch einen Dosenöffner zum die Dose öffnen. Kannst mir mal gefallen, wir müssen hier zu zweit sein, glaube ich. Ja, ich bin hier. Schnapp dir mal das Ding und zieh es ganz runter. Ja. Und ich mach das hier so. Ah, da sind die Opfergaben, die kommen da rein. Ah, da kommen die hier. Wohlverdienten Token hier rein. Die kommen da rein, ja, genau. Das hört sich an, wie man das lohnt, das Spiel. Mittlere Pyramide, kleinere Pyramide. Ah ja. Ah, wie viel sind hier drin? Zähl mal bitte die Kugeln, die hier in der Pyramide sind, wo ich habe. Oder warte, ich kann sie auch zählen, wenn ich sie analysiere. Ah, guck mal hier, jetzt gibt's drei Pyramiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, scheiße. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da sind so Dinger drin. 8. Ja, ja, die mittlere, guck mal, hier müssen wir was eingeben. Die mittlere hat 8. War das die mittlere, wo ich hatte? Ja, ich habe die große. Große ist 3. Große ist 3, ja, habe ich. Und die kleine? Die kleine ist 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, scheiße, ich hab, warte. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 7 war's, ne? Jetzt. Ja, ich hab den nächsten. Und dann haben wir noch das da hier. Ja, das haben wir jetzt auch noch, genau. Dieses, Aber da muss auch irgendwo ein Hinweis dafür sein, oder? Ja, hier. Was soll man damit jetzt? Schlüssel mit Flügeln geht. Haben wir einen Schlüssel mit Flügeln gefunden? Nee, ne? Doch. Denke ich für die Truhen. Den haben wir doch da reingeschmissen. Vielleicht aber hier. Was, der ist für die Truhen? Latz und Vogel? Ich würde auch. Warte mal. Ah, guck mal, das könnte sein, dass die Truhe aufgeht. Messer und Faden. Ach so, meinst du, dass du dann. Da hier drüber. In der Mitte. Nee, guck mal. Das stimmt irgendwas nicht, oder? Das ist irgendwie komisch, glaube ich. Irgendwas stimmt hier nicht. Platz, nee. Weil das ist ja gar nicht mit der Ding verbunden. Baked Beans bei Pine Restaurant. Aber guck mal, der Latz mit dem Vogel ist irgendwie so. Ja, aber die ist ja, glaube ich, mit der Truhe nicht verbunden. Vielleicht haben wir einen Scheiß. Nee, kann ja nicht sein, oder? Nee. Wir haben ja vorher auch versucht. Ach, das was hell ist. Aber da gibt's keinen Latz. Oh. Aber die Truhe kann man bewegen. Ah. Oh, die bewegt sich. Aha. Aha, ich hab ihn. Aha. Wir sind auch so. Sind wir schwer vom Begriff, ich sag's dir. Warum? Naja, weiß nicht, weil eigentlich war es jetzt nicht ein Kelch. Goldenes Artefakt, das muss auch noch da rein, ne? Ah, hier ist nochmal ein Artefakt für die Trend. Ich kann mit dem Schlüssel aber nichts machen, jetzt an der Truhe, guck. Ja, guck mal, da unten ging noch was auf. Wo ging was auf? Ging was auf? Ja, hier, da unten. Da ist nochmal so ein kleiner. Ja, da kam der Schlüssel raus, den du gerade in der Hand hältst. Ah.
Ja, okay, wir müssen vielleicht erst. Hasse und Löwe. Oh. Warte mal, er zeigt doch hier was an. Hasse und Löwe. Beim Hasse und Löwe. Einen Moment, Hasse und Löwe. So, jetzt nochmal Schlüssel probieren. Nein, ich weiß es. Glaube ich. Darf ich mal Bein und Ding? Das Bein? Wo ist das Bein? Da. Ja, wir müssen die nehmen, wir kriegen einen neuen sind. Ah ja, okay. Bein, Latz. Eule und Latz. Und wo ist der Latz? Oben muss Latz und Vogel. Ganz oben. Ja. Und dann war unten was? Unten habe ich. Unten habe ich schon. Ganz oben. Latz, Vogel, Bein und Vogel. Das, nee, du hast das falsche Symbol genommen, glaube ich. Ja. Okay. Da was? Kommt der Schlüssel für die Truhe. Jetzt haben wir's. Ah ja, hier mal lauter Shit drin. Oh. Edelsteine. Hier passiert was. Ja, da fließt Gold rein und jetzt kommt er raus. Wir haben es geschafft. Ja, zwei Rätsel in einer Folge. Leute, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass wir dann doch nicht so ganz die Dummen sind. Hoffentlich habt ihr auch ein bisschen mitgerätselt. Das wäre natürlich echt nice. Würde mich freuen. Vergesst nicht, Daumen nach oben da zu lassen, Kanal zu abonnieren, was in die Kommentare zu schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Rätsel wieder, hoffentlich. Bis dann, wir sind raus. Sagen tschüss. Ja, ciao, ciao.